hier im Raum, hallo nach Hause. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Basta, wir können alle wieder, Maske ist ab, es geht mir gut. Also ich habe viel mitgebracht, ich durfte jetzt ja eine ganze Zeit nicht. Insofern lege ich gleich los, macht es euch bequem. Ich habe ein bisschen PowerPoint dabei, dass wir gleich starten können, zu verstehen, wo wir uns irgendwie befinden, was wir angehen möchten. Und ich habe aber auch ein bisschen Visual Studio dabei, also ein klein wenig Live-Coding. Ist immer ein bisschen aufregend, geht alles glatt und so, aber ich gebe mir Mühe. Also, kleine Agenda von dem, was wir heute machen wollen. Weiß Jay, das stand schon im Titel. Das ist ein Web-Framework, mit dem man Geschäftsanwendungen bauen kann, die sich insbesondere im Enterprise-Umfeld einsetzen lassen. Ich habe einige Beispiele dabei. Ihr seht auch schon ein paar Namen von der Dativ, von Harris, von Skanska. Das sind Kunden, die diese Technologie auch einsetzen für teils extrem komplexe Lösungen. Und wir werden aber auch selbst ein bisschen programmieren und Hand anlegen. Das heißt, ich werde eine ganz kleine rudimentäre Anwendung mit euch bauen. Wir werden die einmal auf Azure bereitstellen, mit dem Smartphone darauf zugreifen, hoffentlich, wenn die Zeit reicht. Und ich werde hinterher noch ein bisschen was sagen über dieses kleine Gerät. Ich werde es hier nicht mehr vorführen können, das passt zeitlich einfach nicht. Aber ihr könnt es euch in Live und in Farbe hier draußen angucken oder für alle Daheimgebliebenen gerne auch mal Kontakt aufnehmen. Dann machen wir eine Demo quasi einmal online miteinander. Ja, worum geht es bei Weiss Jay? In einigen wenigen Worten. Viele von euch kennen dieses Thema Web und den Stack und Angular und React, Bootstrap und PHP, Node.js und was da alles so drin rumkreucht und fleucht. Meine Welt, mit der ich groß geworden bin bei der Softwareentwicklung, war eigentlich eher Client-Server. Und ich kannte eine IDE, die habe ich gestartet und dann war da alles drin. Das ist heute ein bisschen anders geworden und ich muss mich mit relativ vielen Technologien auseinandersetzen, die das Ganze auch im Umfeld von sehr komplexen Lösungen schwierig machen. Also die Art von Lösung, von der ich spreche, das sind so Monsteranwendungen mit ein paar hundert Masken, ein paar hundert Datenbanktabellen, die entsprechend viel Logik haben und die wirklich für diesen Bereich Geschäftsanwendungen speziell gebaut sind. Ja, wenn ich also mir Webentwicklung heute angucke, dann sieht das manchmal ein bisschen so aus wie du auf dem Bild. Das heißt, ich muss mich mit vielen Einzelteilen beschäftigen, um mir meinen Stack, also meinen Full-Stack zusammenzubauen. Und die Idee von dem Framework, was ich jetzt hier gleich mal zeigen werde, live und in Farbe, ist eigentlich eher in so ein Auto zu steigen. Also ich hatte in meiner alten Rolle nie die Gelegenheit, nie die Möglichkeit, mich wirklich mit vielen einzelnen technischen Details auseinanderzusetzen. Ich war eher gezwungen, mich mit den Algorithmen aus Anwendungsanforderungssicht zu beschäftigen. Also was brauchen eigentlich meine Nutzerinnen und Nutzer? Und dieser Fokus, der soll ein bisschen mit da sein. Das heißt, wenn wir heute also uns Weiss Jay anschauen, wir werden nicht mit all diesen Dingen arbeiten, aber mit einigen davon, dann sehen wir zuallererst mal einen Weiss Jay Designer. Das heißt, das Ganze ist ein Plugin von Visual Studio, werde ich gleich mal zeigen. Und ich kann sofort loslegen, mir meine Webanwendung zu gestalten. Und ich fange auch durchaus mit der Oberfläche an und ergänze später, idealerweise natürlich schön gekapselt in verschiedene Schichten, aber ich kann es auch munter, bunt, flockig, wie man es nicht machen sollte, das werden wir gleich mal ausprobieren, beliebig kombinieren, die Oberfläche mit Logik, mit Datenbankabfrage. Also das heißt, ich bin tatsächlich von der Programmiervorgehensweise her eigentlich ähnlich unterwegs, wie das vielleicht manche von euch auch kennen, von früher, als die Welt noch ein wenig einfacher war. Wir brauchen also für eine Webanwendung natürlich eine ganze Reihe von Controls. Wir haben alles Mögliche dabei. Es gibt einige Extensions. Ich werde euch mal eine zeigen oder zwei zeigen, wo sich also auch Weiss Jay extrem erweitern lässt. Es gibt Theming, das gucken wir uns nur ganz kurz an. Da kann man aber auch natürlich sehr viel mehr mitmachen. Automatisiertes Tests ist ein spannendes Thema. Es gibt sowas wie Catalon Studio, ein Selenium-Treiber. Das heißt, man kann also automatisiert diese Anwendung testen, in verschiedene Bereiche deployen. Also, wir gehen gleich mal ein bisschen tiefer rein. Bevor wir uns jetzt mit Visual Studio beschäftigen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wie funktioniert das Ganze? Also damit ihr auch gleich mal irgendwie einordnen könnt, was passiert denn da technisch? Wir befinden uns eigentlich auf der rechten Seite, das heißt, das Ganze basiert auf dem .NET Framework. Wir entwickeln mit C#, es könnte aber auch jeder andere .NET-Dialekt verwendet werden. Und ich habe in meinem Framework alles dabei, was ich für eine Webanwendung brauche. Das heißt, die läuft natürlich später quasi links im Browser, ist aber connected. Die hat so ein Real-Time-Protokoll, was den Client und den Server miteinander verbindet. Sowas gibt es in Ansätzen auch bei Blazor. Da gibt es das Signal-R-Protokoll. Hier ist es kein Signal-R, hier ist es quasi eine eigene Implementierung, die auf JSON over WebSockets oder eben HTTP läuft. Und insofern hat man eine sehr gute Kontrolle über das, was im Client passiert. Es ist aber gleichzeitig so, dass dieser Server extrem skalierfähig ist. Das heißt, der kennt zwar seine Clients, die mit ihm verbunden sind, deswegen sind viele Dinge auch sehr einfach, also Dialogsteuerung beispielsweise.
Und gleichzeitig ist der aber eben auch mit einer größeren Anzahl von Nutzern, also ein paar hundert, sind in der Regel überhaupt kein Problem. Wir haben Kunden, die also bis zu 1000 Anwenderinnen und Anwender auf einem Server betreiben, ohne dass der jetzt noch riesig aufgebläht sein muss. Also da geht eine ganze Menge. Und ich bin dann aber letztendlich relativ weit weg von der Browser-Implementierung. Ich kann daran, ich kann auch JavaScript machen, ich kann mit dem HTML, mit dem CSS rumfummeln, wenn ich das möchte, aber ich muss es nicht. Das heißt, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist, glaube ich, alles pur C#, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, gucken wir mal rein, wie es aussieht. Ich würde mal hier das langweilige PowerPoint beenden und dann mal eher so Richtung, genau da ist es, mein Visual Studio rübergehen. Ich möchte mit euch ein neues Projekt erstellen. Und dieses neue Projekt wird eine WhiteShell Webpage Application sein. Das heißt, ich habe also hier WhiteShell installiert. Man kann sich aus dem Netz eine Demo-Version runterladen und kann dann sagen, okay, direkt ein neues Projekt starten. Ich bin hier Basta Mainz und werde nun auf Basis des 4.8er Frameworks mir mein Projekt anlegen. So, das Ganze startet. Ich glaube, es kommt euch vertraut vor. Ich habe mal das Ganze auf hell gestellt, bin sonst eher so der Dark Guy, ne? Aber ich glaube, das sollte so besser zu erkennen sein. Und wenn ich jetzt mal hier das erste Element aufmache, was angelegt wurde vom Assistenten, von dem Wizard, dann sehen wir jetzt hier eine Oberfläche, mit der ich also hier meine Webanwendung bauen kann. Und dahinter verbirgt sich, wie man das eben auch sonst kennt, aus dem Umfeld, weil er letztendlich eigentlich klassisch, wenn ich mit meiner Maus zurechtkomme, direkt C#. Ja, also so wie ihr das wahrscheinlich auch kennt von euren Projekten. Fangen wir zunächst mal an und ja, ich benenne das hier mal um und sage hier, das ist nicht meine Page 1, das ist hier meine Main Page, gefällt mir so nicht. Dann wird das entsprechend übertragen und ich gehe mal her und baue mal als ersten einfachen Schritt eine Navigation Bar ein. Ich habe hier also links meine Toolbox. Ihr seht, da sind eine ganze Menge Elemente mit drin, die man auch so braucht, die man vielleicht auch kennt aus verschiedenen anderen Frameworks. Das sind aber nicht nur diese klassischen Controls, wie eine Textbox oder ein Button oder ähnliches, sondern da gibt es auch schon so ein paar besondere Dinge, wie zum Beispiel Just Gauge oder Knob. Das sind quasi Komponenten, die als Erweiterung integriert wurden. So, und ich brauche ja so im Gegensatz zu Blazor jetzt nicht irgendwie erstmal noch ein anderes UI-Framework, was ich mir irgendwo her organisiere, sondern das ist schon mal im Auslieferungszustand alles mit dabei. Zumindest mal die wichtigsten Elemente und ich werde euch auch nachher noch vorstellen, wie man das erweitern kann. Ich habe meine Navigation Bar, die füge ich mal hier mit hinzu. Da sage ich jetzt, das ist hier die Basta Bar und ich habe dann in meinem Designer diese Komponente. Ich kann hier noch einige Dinge einstellen und kann hier zum Beispiel mal hergehen und hier Items hinzufügen. Also das heißt, ich möchte hier einige Einträge haben und das erste Item, das soll bitte sein, eine Liste. Und dem gebe ich auch noch einen Tag und wir werden dann noch gleich mal eine Karte hinzufügen. Das heißt, ich habe hier auch noch eine Karte. So, und jetzt habe ich hier meine Navigation Bar, die kann ich jetzt hier auch nochmal schön andocken, dass sie vielleicht ein bisschen schöner da sich platziert. Ich muss also hier nicht weiter groß mit irgendwelchen Dingen direkt rumfummeln, sondern kann das hier über meinen Property Editor machen. Zack, da ist das ganze Ding und jetzt könnte ich es auch schon laufen lassen. Ich bin also quasi mal mit diesem ersten Control fertig. Ihr seht, es öffnet sich der Browser und ich habe jetzt hier meine Basta Bar. Da passiert noch nichts groß, aber es ist eben quasi eine reine Webanwendung, die im Browser läuft auf Basis von JavaScript, HTML, CSS. Das ist jetzt natürlich noch nicht so spannend und so interessant, da möchten wir noch ein bisschen mehr mitmachen. Also gehen wir mal her und fügen mal Icons hinzu. Ich habe also hier die Möglichkeit, natürlich auch Icons einzubauen und da ich das aber nicht als richtige Icons machen möchte, sondern ich habe hier so eine schöne SVG-Bibliothek, Material Design, fügen wir die mal hinzu und habt quasi da in dieser External Assemblies auch diese Icons drinstecken. Gehe mal runter zu meinen Items, wo sind sie, als Collection quasi. Und ich kann dann hergehen und hier auch eine Icon setzen und mir ein schönes raussuchen. Das heißt, ich habe hier jetzt nicht nur die Möglichkeit, auf meine Dateien zuzugreifen oder es gibt hier im Theme Builder natürlich auch einige Icons, die mitgeliefert werden, sondern in meiner Material Design Sammlung sind einige dabei. Die nutze ich jetzt mal und nehme jetzt hier meine Bubble und die färbe ich auch noch ein bisschen ein, wenn ich mag.
Genau. Und noch ein zweites Icon kann ich hier entsprechend ähnlich hinzufügen. So, man kann da jetzt mit Farben noch arbeiten, also das auf alle möglichen Arten noch netter und schöner gestalten. Ich halte mich jetzt aber mal kurz und lasse es mal einfach nur dabei, denn wir möchten ja auch noch ein bisschen Funktionalität hinzufügen für meine Anwendung. Das heißt, hier soll also was passieren, wenn ich an der Stelle also auf eine dieser Punkte hier gehe. So, und das braucht natürlich erstmal so eine Art View. Also gehe ich her und füge mir als weiteres Element hinzu in diesem Fall ein User Control, also WhiteState 2 kommt quasi auch mit einer ganzen Reihe von Elementen, die ich hier noch ergänzen kann. Ihr seht hier sowas wie Pages, alle möglichen Profiles, ich kann Startup Loader und sowas alles integrieren. Überspringen wir für den Moment, ist uns für uns interessant das User Control, das nenne ich Module List und das wird einmal ergänzt. Es geht wieder mein Designer auf und an dieser Stelle brauchen wir jetzt ein Grid. Denn ich möchte jetzt hier eine Liste anzeigen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Vorfälle, auch an diese Katastrophenmeldung, globale Erwärmung. Und ich habe so eine kleine Datenbank vom THW mitgebracht und diese wollen wir einbinden und mal anzeigen, mal in der Tabelle und später auch noch mal in der Landkarte, mit dem wir ein bisschen dann noch arbeiten können. So, und dazu gehe ich her, nehme mir ein Data Grid View, füge das hier ein und habe an der Stelle erstmal schon mal zumindest mal das Grid eingebaut. Und jetzt muss natürlich an diese Stelle auch noch irgendwie die Datensatz kommen. Das bereite ich mal kurz vor. Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe hier so eine kleine Access-Datenbank. Seht es mir nach. Das wäre sicherlich auch per JSON oder auf andere Art und Weise gegangen. Hier haben wir jetzt mal so die ganz einfache Variante genutzt. Und ich kann hergehen und mir jetzt tatsächlich auch hier direkt mal als Beispiel über Data Binding diese Datenquelle einbinden und damit dann mein Data Grid ansteuern. So, ich musste am Freitag meinen Laptop austauschen, weil mein alter, liebgewonnener Laptop den Geist aufgegeben hat und wir zwei stehen noch ein wenig auf Kriegsfuß. Das war jetzt so eine kleine Sonderaktion übers Wochenende, den hier lauffähig zu bekommen. Aber wie das manchmal so ist, wollte er dann am Freitagmorgen nicht mehr. So, und da haben wir jetzt auch einmal den Pfad. Da ist die Datenbank. Und ich habe in dieser Access-Datenbank eine kleine Tabelle enthalten, THW genannt. Die füge ich hinzu und ihr seht, dass jetzt im Hintergrund schon automatisch auch die Spalten angelegt wurden. Das heißt, mein Grid ist jetzt mit dem Data Binding schon versorgt worden, kann diese Spalten ausgeben. Ist jetzt vielleicht nicht die Art und Weise, wie man eine wirklich große, komplexe Webanwendung auch baut. Da macht man sich garantiert mehr Gedanken, hat vielleicht auch ein API, auf das man zugreift, aus dem man die Daten herauszieht. Ich wollte mich jetzt wirklich mal hier darauf konzentrieren, in der Stunde Zeit, die wir haben, mal ganz schnell, deswegen auch ein bisschen rapid, erstmal an die Daten zu kommen. Alle anderen Datenquellen, Abfragemöglichkeiten, die ihr so kennt, also all die Varianten und Möglichkeiten, die das .NET Framework bietet, die gehen natürlich genauso. Die sind dann sicherlich für auch eine komplexe, auch langfristig wartbare Anwendung besser und sinnvoller. Aber jetzt hier auf die Schnelle ist das erstmal die Möglichkeit, mit den Daten hier in diesem Grid zu arbeiten, das als erstes Mal vielleicht auch als ersten Prototypen an den Start zu bekommen. Und ich würde dann auch noch hergehen und vielleicht meinen Grid hier noch ein bisschen schicker machen wollen. Das docke ich mal an. Und jetzt lasse ich das Ganze laufen. Und der geneigte Beobachter wird erkennen, dass das nicht funktioniert. Ich klicke jetzt hier also hier drauf und es passiert nichts. Weil Magie ist das hier alles nicht. Wir brauchen auch noch ein bisschen Code, um letztendlich diese Navigation Bar so zu verknüpfen, dass dann auch an der richtigen Stelle das Grid aufgerufen wird. Also Programmierung ist es weiterhin. Und dazu gehe ich her in meine Page, die ich hier habe, die ich angelegt habe, meine Main Page, und werde jetzt auf die Navigation Bar reagieren. Dazu habe ich hier Events. Und ich gehe dort rein und habe ein Item-Click-Event.
Und ich werde mir hier einfach mal ein Control holen, Current Module. So, dann habe ich hier einen Switch, e.item.tag. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vorhin Tags vergeben für die Einträge, die ich angelegt habe, also die Liste und die Karte, und kann jetzt anhand des Tags dann steuern, was zu tun ist. Und das Ganze mache ich auch einmal mit Map on Break. So, das heißt, ich habe hier meine Verzweigung und würde jetzt sagen, if current module ist ungleich null, dann gehe ich her und werde auf der rechten Seite mein Module anzeigen. Das heißt, hier in der Liste ist current module gleich new. Voilà. Und jetzt haben wir module list. So. Also, damit stelle ich das ein. Rechts mache ich die Anzeige noch klar. Bevor ich das aber mache, würde ich gerne hier noch rechts irgendwie so ein kleines Panel anzeigen. Ich könnte es direkt hier einblenden. In diesem Fall aber hätte ich gerne ein Panel, das ich einfüge. Einfach die Art und Weise. Das Docking mache ich full. Ich möchte bei dem Panel keinen Text sehen, aber den Header zumindest. Schließend brauchen wir den nicht. Und dieses Panel, was ihr hier seht, momentan mit einem etwas unsichtbaren Header, da kann ich die Farbe beeinflussen. Das heißt, also das Ganze wird hier gesteuert über sogenannte Themes. Und in diesem Fall ist das Theme quasi voreingestellt auf einen hellen Hintergrund. Und ich hätte hier aber gerne den gleichen Hintergrund wie meine Navigation Bar, weil das mir ganz gut dazu passt. Also ich habe hier so einen Übergang, dass das dann quasi sich direkt zeigt und wir rechts auf diese weiße Fläche nur mein Grid bringen. Also, das ist die Idee. Das heißt, ich gehe also zurück in meinen Code und gehe jetzt hierher und sage, also mein Panel 1.controlsClear. Das heißt, ich nehme weg, was vorher da war und würde dann eben hergehen und mein Control auch hinzufügen. Das heißt, mein Current Module, ich möchte von dem Panel 1 noch den Text setzen. Das ist nämlich dann hier in diesem Fall e.item.text, also das, was quasi ausgewählt wurde. Und ich würde auch noch Current Module Doc ist gleich das Ding mal schön andocken, damit es eben entsprechend auch dort in groß erscheint. So, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Dann sollte es hoffentlich funktionieren. Und ich lasse das Ganze wieder laufen. Ist das von der Codegröße gut sichtbar? Soll ich den Editor noch größer machen oder passt das soweit für euch? Passt? Okay, sehr gut, danke. Ja, ich habe hier meine Liste und rechts erscheint mein Grid. Es ist nur leider noch leer. Warum ist das so? Ich habe das Data Binding zwar eingestellt, aber ich muss dem einmal auch sagen, dass er sich bitte laden soll. Das heißt also, wenn ich die Art des Data Bindings verwende, die ich jetzt hier eben mal genutzt habe, dann ist das zumindest ein Aufruf, an dem ich nicht vorbeikomme. Dieser Aufruf, der ist tatsächlich vorzunehmen beim Load quasi, beim Load-Event von dem Module List. Und da gehe ich dann her und sage hier, wo ist mein. Erster Klick. Ich mache hier einmal, sorry. Wo ist mein Load Event? Da haben wir ihn. Und da würde ich ihm jetzt einfach mal mitgeben, dass auf jeden Fall die Daten geladen werden sollen aus dem Table Adapter. Das heißt, ich habe hier mein Fill und habe dort mein Dataset, mit dem ich arbeite und verzweige auf die THW-Tabelle. So. Quick und dirty, ich glaube, das darf man es bezeichnen, als relativ einfache und simple Darstellung. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier meine Daten drin. Also ich bin bisher komplett in C-Sharp geblieben. Ich kann Einfluss nehmen, ich kann alles Mögliche noch ändern. Ich kann ja auch das Theming zum Beispiel mal anpassen. Vielleicht habt ihr gesehen, also das Theming hier ist jetzt irgendwie weiß, aber zur Laufzeit ist es blau. Das hängt, also das Grid hatte so eine hellblaue quasi Spaltenüberschrift. Und das hängt damit zusammen, dass ich hier in meinem Designer mit verschiedenen Themes arbeiten kann. Ich kann dieses hier also umschalten und da wird das anders eingefärbt.
Und wenn ich jetzt dieses Clear One Theme, mit dem ich jetzt hier mal gearbeitet habe, überall haben möchte, dann kann ich hier in meine Default JSON Datei reingehen, da kann man alle möglichen Einstellungen vornehmen und ich kann hier das Theme beispielsweise mal setzen auf Clear One und damit wäre dann beim nächsten Aufruf, wenn ich es laufen lasse, auch das Theme so eingestellt. Ich zeige euch nachher mal ein Beispiel, wie die Dativ das nutzt. Und die Dativ hat zum Beispiel mehrere Themes in die Anwendung eingebaut, die die Anwenderinnen und Anwender auswählen können. Das heißt, da gibt es also zur Laufzeit die Möglichkeit, das richtig umzustellen, wie ihr das auch sonst von anderen Lösungen her kennt. Ist eine ziemlich beeindruckende Geschichte. Ich habe zumindest ein paar Screenshots dabei, also die Anwendung live kann ich euch jetzt hier nicht zeigen. Aber ihr könnt direkt mal sehen, wie das aussieht. Und ich glaube, das ist eine ganz feine Sache an der Stelle. So, man kann jetzt hier natürlich noch tausend andere Sachen einstellen. Also wir haben jetzt mal eben nur die Daten reingeladen, ich habe mich nicht weiter wirklich um irgendwas gekümmert. Das war so ein bisschen lieblos, das muss man halt schon irgendwie zugeben. Aber es gibt hier natürlich alle möglichen Einstellungen und Varianten zu setzen. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, bei dem Landesverband, da soll bitte irgendwie zum Beispiel so eine Ellipsis gezeigt werden. Oder es soll dann irgendwie eine andere Breite da sein. Ich kann zum Beispiel ein Auto-Sizing einstellen, dass wenn also das Grid neu komplett geladen wurde, dass wir dann zum Beispiel mal automatisch die Spalte der Breiten, die Spaltenbreite anpassen, damit wir eben auch die Daten vernünftig sehen. Auch das kann ich vielleicht mal kurz zeigen, als mal so ein herausgepicktes. Und zwar haben wir hier in unserem Data Binding Complete Event, das müsste hier bei dem Grid eigentlich sein. Genau, da habe ich die Möglichkeit zu sagen, also direkt this Punkt Data Grid View Punkt Auto Resize Columns. Und wenn ich das jetzt hier nochmal laufen lasse, sollten wir auf jeden Fall variable Spaltenbreiten haben und hoffentlich auch ein anderes Theme. Das heißt, hier oben ist es jetzt weiß. Ich kann jetzt noch ein Padding ergänzen. Ihr habt gesehen, die Spalten passen sich an. Also egal, auf was man da Bezug nehmen möchte, was man da machen möchte. Ich mache jetzt hier mal diese eine Spalte ein bisschen kleiner. Wie die Ellipsis hatten wir eingestellt, also die drei Punkte erscheinen. Ich habe die Kontrolle darüber. Ich könnte das Spacing anpassen. Wenn diese abwechselnde Darstellung der Hintergründe von diesen Zeilen euch nicht gefällt, das lässt sich lösen. Ja, und insofern geht es da munter weiter, dann daraus eine richtige, komplette, vollständige Anwendung zu machen. Idealerweise möchte ich, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr propagieren, Access-Datenbanken im Web zu betreiben. Ja, das ist jetzt auch an der Stelle quick and dirty. Wie ich vorhin schon mal sagte, die Kunden, die das einsetzen als Framework, die haben hinten dran große Oracle-Datenbanken, SQL-Server oder was auch immer, JSON. Das ist da alles denkbar und möglich. Es ist eben hier an dieser Stelle mal ein kleines Beispiel. Ja, eine zweite Geschichte, so die Zeit lässt es, glaube ich, noch zu, dass wir es ergänzen, wäre dann ein User Control, wo ich vielleicht nochmal etwas anderen Weg aufzeige. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal eine Karte. Und das, was ihr bisher gesehen habt, erinnert vielleicht auch hier und da an so klassische Windows-Oberflächen. WiseShell ist aber in der Lage, so ziemlich alles und jedes, was es an JavaScript auf dieser Welt gibt, zu integrieren, also gerade grafische JavaScript-Komponenten. Da gibt es eine ganze Reihe von Komponenten, die fertig eingebaut sind, die wir also mit ausliefern als quasi fest eingebundene Funktionen. Ne, wenn es jetzt zum Beispiel einen Barcode braucht oder dieser CK-Editor, den kennt vielleicht manche von euch aus dem Webentwicklungsbereich, der ist verpackt, der ist dann wie so eine Art Rich-Text-Editor integriert. Oder Chart.js hat vielleicht jemand schon mal gehört, also eine sehr große Charting-Bibliothek. Und an der Stelle gibt es natürlich auch unsere Google Maps. Das geht theoretisch auch mit jedem anderen Kartenanbieter. Das würde ich hier mal integrieren. Und dafür brauche ich jetzt allererstes mal einen API-Key. Den habe ich mir schon mal ein bisschen vorbereitet. Das heißt, ich gehe hierher, füge den API-Key schon mal ein. Und damit sollte dann die Karte sich auch anzeigen. Genau, ich kann hier noch ein Docking ergänzen. Das stellen wir gleich ein und ich würde jetzt mal auf die Schnelle noch kurz eine Textbox hinzufügen, mit der haben wir gleich noch was vor, die kommt hier unten rein. So, und mit der Textbox machen wir auch wieder ein Docking. Ich könnte jetzt ja auch ein Panel wieder einfügen. Bei dem Docking wollen wir mal unten quasi quer rüber gehen und hier machen wir einen Dockfill, sodass die Karte sich auch schön quasi dann den Platz nutzt. Wie ist mir jetzt meine Textbox da flöten gegangen, die muss an einer anderen Stelle sein. Genau, und der ist ein bisschen sehr groß geworden, müsste sich aber gleich genau gelegen. Okay,
Also, ich brauche zunächst mal wieder meinen Code, um das Modul aufzurufen. Das heißt, ich gehe hierher in meine Mainpage. Wir haben jetzt hier nun eine zweite Funktion eingebaut. Und ich gehe her und mache hier einfach nur mein Current Module ist gleich Module Map. Und wenn ich das Ganze laufen lasse, dann sollten wir hoffentlich erstmal eine Karte sehen, und zwar vom schönen, der schönen Sahara, genau, so ungefähr die Größe, was das angeht, wo noch nicht viel mehr passiert. Also die Karte wird mir angezeigt. Ich habe jetzt aber natürlich noch keine Daten reingeladen. Die müsste ich jetzt irgendwie versorgen und müsste also mal meine Markierungen hinzufügen, weil ich vielleicht von meiner schönen THW-Datenbank einfach mal zeigen möchte, wo diese ganzen THW-Standorte denn eigentlich alle sich befinden. Und das wäre jetzt also der nächste Schritt. Das heißt, ich gehe auf meine Module Map und gehe hier rein und würde mal direkt loslegen. Das heißt, ich brauche hier meinen, ich brauche auf jeden Fall meinen Load Event. Wo haben wir den? Da haben wir ihn. So, und damit wir darauf zugreifen, ich würde jetzt einfach nochmal eine andere Variante auch zeigen, wie das Thema Datenanbindung gemacht werden kann. Ich habe hier zunächst mal eine ganz klassische und etwas vielleicht auch in Vergessenheit geratene OLEDB-Connection, falls noch jemand weiß, wie das funktioniert. Ich bin ja auch ein Nostalgiker. Und würde daher gehen und jetzt hier in meinem Configuration Manager mir auch meine Connection Strings raussuchen. Und zwar hatten wir ja das schon als Datenquelle auch hinzugefügt. Da kann ich natürlich den gleichen auch nehmen. So, das sollte es eigentlich tun. Es wird noch ein bisschen rumgemeckert hier, weil natürlich ich hier auch meine Usings noch nicht gemacht habe, das holen wir mal eben nach. Und der Configuration Manager ist auch nicht bekannt, aber unser schlaues Visual Studio hat ja erkannt, künstliche Intelligenz, was ich ungefähr will, und hat mir das auch gleich vorgeschlagen. Das heißt, beim Module Load, eigentlich wollte ich hier das Module Load haben, müsste so eigentlich auch gehen, aber machen wir es mal so. Würde ich hergehen und ein dbopen hinzufügen. Das heißt, ich mache also erstmal meine Connection auf. Und jetzt muss ich ein bisschen nebenbei spicken, damit ich nicht ganz mich verfranse. Das heißt, ich mache hier auch ein db-Command und mache jetzt hier ein schönes, klassisches, kennt doch jemand Select-Statements? Ich glaube, man macht das heute eher so mit Link und all so einem Kram. Ich mache es mal so auf die ganz alte Art und Weise, gebe mir meine Connection mit und habe jetzt hier meine Kommando. So, und da jetzt ein Reader erforderlich ist, wollen wir unseren Reader, achso, den Data Reader, ne? So heißt der, genau. Genau. Da fragen wir einfach mal unsere Daten ab. Und ich würde jetzt sagen, while rd-read, möchten wir jetzt hier diese Marker hinzufügen. So, das heißt, ich gehe zunächst mal her und brauche ein Objekt, mit dem ich die Koordinaten angeben kann. Das ist eine kleine Ergänzung, die quasi mit dieser Google Maps Komponente kommt, dass ich hier so eine Lat Longitude Klasse habe, mit der ich arbeiten kann. Und hoppala, da ist sie. Und die füge ich mal hinzu. So, und jetzt kann ich hier einstellen, also Höhen- und Breitengrade, ne? Latitude, Longitude, wer es nicht kennt von euch, um die geht's. Also ich gehe einmal her und sage hier, da machen wir jetzt einen Double Pass und ich habe hier meinen String, den ich haben möchte, von meiner Data Row quasi und muss aber auch noch da die Culture Info mitgeben, weil die Daten in der Datenbank, glaube ich, mit einem Punkt stehen. Das habe ich gestern herausgefunden, als ich es vorbereitet habe. Und da wir in Deutschland eher das Komma verwenden, muss ich hier diese Info mitgeben, sonst mag das quasi das Framework nicht. Auch hier hole ich mir noch den richtigen Assembly-Verweis mit dazu und ich dupliziere das Ganze und gehe hier einmal her und ergänze natürlich auch noch den zweiten Parameter, Latitude, Longitude, da haben wir die beiden. Und damit bin ich eigentlich auch schon so weit, dass ich sagen kann, diesen Marker fügen wir jetzt dieser Karte hinzu. So, das war jetzt ja eine Google Map und Google Maps ist ja komplettes JavaScript.
In diesem Fall ist aber diese Karte quasi als Weichstell Control einmal kurz verpackt. Ich kann also auf das API der Karte zugreifen. Mir stehen sämtliche Funktionen der JavaScript-Welt zur Verfügung, auf die ich dann quasi mit einem Binding auch zugreifen kann. Mein Kollege, der Jens, hat gestern mal gezeigt, wie man aus einem Widget neu anbaut. Das ist ca. 10 Minuten Arbeit. Da habe ich ein einfaches Widget komplett einmal so verpackt. Den Teil überspringen wir jetzt hier und ich nehme halt ein fertiges Widget. Aber das würde auf gleiche Art auch mit vielen anderen Varianten genauso funktionieren. Und wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine Anfrage für den ACE Editor. Das ist so ein Code-Editor im Browser. Und da hat ein Hersteller von Medizingeräte-Software hat gesagt, wir haben so eine Makrosprache in unserer Anwendung und nutzen Weichstell und wir hätten jetzt gern so einen Code-Editor, damit wir die Makros im Browser gleich bearbeiten können. Und diesen Editor einzubauen, das war eine halbe Stunde Arbeit. Und dann gab es das Ding an den Kunden zurück, die waren super happy und hatten quasi sofort so eine große neue, in diesem Fall Open-Source-Komponente, die einsetzbar war, die auch wirklich in der Toolbox erscheint, die ich also zur Entwicklungszeit schon nutzen kann, designen kann, einstellen kann. Also da gibt es echt eine ganze Menge Möglichkeiten, ohne dass ich da wirklich mich im Dunkeln vorantasten muss. So, jetzt füge ich den Marker hinzu. Also Marker ist quasi so ein kleines Steckfähnchen auf einer Landkarte. Und der erste Parameter ist eine ID, die ich übergebe, und der zweite Parameter sind meine Koordinaten. Ja, viel mehr muss ich eigentlich gar nicht machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach nochmal sagen, ich schließe diesen Data Reader und ich würde jetzt am Ende noch einstellen, vielleicht, dass diese Karte irgendwie sich einmal auch rund um hier den Großraum Mainz mal ein bisschen fokussiert. Ich habe da schon mal die Koordinaten rausgesucht. Wir hätten das jetzt auch fokussieren lassen können, aber das heißt, ich habe die natürlich jetzt nicht im Kopf, seht es mir nach. Voilà. So, und füge das hier ein, gebe dem mal nochmal einen Zoom-Level und dann sollten wir eigentlich diese Karte auch nochmal in einem anderen Ausschnitt sehen und ich würde es einfach mal laufen lassen. Und da habe ich irgendwo mich verhauen. Zeile 31, die schließende Klammer. Ja. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Genau. Das ist so, wenn man davor sitzt und hier so, das ist. Man sieht das immer nicht so gut. Das ist zu Hause am Schreibtisch immer alles ein bisschen entspannter. Seht es mir nach. Genau, und da ist meine Karte mit den ganzen Markierungen. Also nochmal kurz Revue passieren lassen. Ich war jetzt also quasi mit der zweiten Aufgabenstellung so unterwegs, dass ich gesagt habe, ich möchte Daten abfragen, ich möchte sie in der Karte darstellen. Das Ganze, wenn ihr das quasi euch einmal hier anguckt, quasi schon zur Entwicklungszeit, bin ich auch schon in Mainz. Ich sehe die Marker jetzt natürlich nicht, weil ich die noch nicht hinzugefügt habe, aber ich sehe quasi als Entwickler immer schon, wenn ich damit arbeite, so wird es dann aussehen. Und zwar genau so wird es auch im Browser aussehen. Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Und wenn ich hergehe und jetzt das noch einen Schritt weiter treibe und sage, Mensch, ich möchte doch eigentlich auch noch mal wissen, wer sich denn da jetzt wo befindet. Also wenn ich jetzt so einen Marker anklicke, ja, dann haben wir hier an der Stelle auch, wo haben wir unseren Map-Click? Da ist Map-Click. Und darauf kann ich jetzt reagieren. Und kann nämlich sagen, unsere Textbox 1, die setze ich mal vorsichtshalber zurück, falls da was drin steht. Und wenn jetzt mein Marker, das ist jetzt quasi das, was angeklickt wurde, also ich habe jetzt hier quasi mein Events, ne, das ist ja also, jemand hat auf die Karte geklickt, ist ja eigentlich ein JavaScript-Klick. Kommt bei mir jetzt aber an als C-Sharp-Event. So, das heißt, ich gehe her und sage, wenn mein Marker, also ungleich null ist, irgendwas, so, dann möchte ich an der Stelle nochmal einen kleinen odedb-Command machen. Also ich vermische jetzt quasi JavaScript-Event, kommt bei mir in C-Sharp an, fragt das direkt mal in der Datenbank ab und gehe her, wo ist mein odedb-Command? Hoppala, so, select und da mache ich jetzt einfach mal nur Name 1. Auch das hier wieder jetzt sehr quick and dirty, bitte seht es mir nach. Die Zeit drängt. THW, where ID ist gleich und auch das jetzt hier sollte ich noch mal ein bisschen gegen SQL Injection Attacken absichern, ne? Also auch da bitte ganz klar, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie man heutzutage das programmiertechnisch irgendwie angeht, aber es soll eben einfach nur mal aufzeigen, wie schnell das Ganze auch möglich ist. Das heißt, ich würde hier einfach sagen, execute Scala und da sage ich noch ein toString hinterher. Das heißt, ich habe jetzt also hier quasi auf mein JavaScript-Event reagiert, kriege ein C-Sharp-Event hoffentlich, wenn es klappt, frage nochmal den Namen aus der Datenbank ab und zeige an, wo sich das Ganze befindet. Ich lasse wieder laufen. Ihr seht wieder gleich die Karte
Und ich habe jetzt hier in Mainz, wenn ich da draufklicke, Achtung, unten links den Ortsbeauftragten für Mainz. Ja, hurra. Wer auch immer das ist, herzlichen Glückwunsch. Aber das ginge natürlich jetzt auch mit noch anderen Daten. Ich könnte hier Bilder hinterlegen, alles Mögliche machen. Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, so wie gesagt, relativ einfach und schnell auf die ganz simple Art, kann man das auch mal direkt veröffentlichen. Ich habe es also hier bei mir lokal laufen lassen. Und jetzt packe ich das Ganze mal auf Azure. So, das heißt, ich nutze hier diesen klassischen Veröffentlichungsassistent, habe hier schon einmal vorbereitet für mich so einen kleinen Test-Account. Und da stelle ich das jetzt mal online ein. Ich kann die Veröffentlichung starten. Und das sollte hoffentlich klappen. Genau, und jetzt bin ich einmal online. Und so mir denn das Glück holt ist, sollten wir die gleiche Anwendung einmal auch direkt bei Azure gehostet sehen. Das heißt, ihr könntet das auch von euren Smartphones machen. Da hätte ich jetzt, mein Kollege legt mir mal in den Ohren, bau doch mal einen QR-Code ein. Ja, ich habe es mal wieder nicht gemacht, aber ihr seht, also die gleiche Funktionalität, die ich jetzt gerade eben hier lokal auf meinem IIS euch gezeigt habe, geht jetzt auch bei Azure gehostet. Jetzt brauche ich einmal eure, ja, ihr müsst jetzt einmal aufpassen. Weil ich zeige euch diese Anwendung jetzt als Desktop-Anwendung. Und wenn man das erste Mal sieht, wirkt das etwas komisch, weil man sich das nicht so ganz vorstellen kann, wie denn das jetzt irgendwie gerade geklappt hat. Es gibt nämlich eine ziemlich coole Geschichte in WiseShell. Wir haben von Kunden immer wieder gehört, es ist toll, dass ihr das mit uns im Web macht, aber wir haben noch so eine Gruppe von alteingesessenen Endkunden und die wollen ihren Desktop nicht verlassen. Die wollen weiterhin so eine Client-Server-Anwendung haben. Die können und wollen das nicht. Die wollen quasi nicht über Azure oder irgendwelche anderen Webdienste arbeiten. Das heißt, wir können die nicht im Browser bringen oder sie haben vielleicht irgendwas mit USB anzuschalten und anzuschließen. Wir müssen also irgendwie noch so ein lokales Desktop-Gefühl denen belassen. Und dafür gibt es tatsächlich eine Lösung. Ich habe hier einmal genau den Ordner. Das heißt, das ist jetzt hier gerade der Ordner, mit dem wir das Ganze gemacht haben. Ihr seht hier auch die Uhrzeit von den Dateien. Und ich würde jetzt einmal hergehen und eine Datei nehmen, die ich vorbereitet habe. Das ist eine whitestay.application.exe. Das ist was, wir nennen das Whitestay Desktop. Und diese Exe-Datei erlaubt uns, quasi jede Whitestay-Anwendung als Desktop-Anwendung laufen zu lassen. Und dazu muss ich überhaupt nichts weiter machen als Programmierer, als Entwickler. Ich nehme einfach nur diese Exe-Datei und packe die in mein Whitestay-Verzeichnis. Das mache ich jetzt einmal, also diese eine kleine Datei hier. Und das ist hier das Verzeichnis, in dem wir jetzt gerade mit unserem Visual Studio am Rumprogrammieren waren. Das füge ich jetzt hier ein. Wo ist sie? Ist sie reingefügt? Nee. Das hat nicht geklappt. Copy. Paste. Also Copy und Paste sollte zumindest funktionieren, oder? Dann eben auf die Art. Voilà. So. Okay. Und wenn ich jetzt diese Anwendung starte, dann seht ihr, geht ein Fenster auf. Das ist quasi ein richtiger Windows-Prozess. Ihr seht unten in der Taskbar hier auch das Symbol. Ich sehe die gleiche Anwendung und wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich die gleiche Liste. Das heißt, diese Whitestay-Anwendung läuft jetzt quasi in einem integrierten Webserver in dem Prozess und das Ganze wird als Ergebnis quasi in einem Fullscreen-Browser-Fenster angezeigt. Das heißt, technisch passiert das Gleiche, nur alles in einem Prozess komprimiert. Ein Anwendungsbeispiel dafür sind Servicetechniker. Also wir haben Kunden, die haben mit WiseStay so große Managementsysteme entwickelt, um über die Fläche hinweg Schaltsysteme entfernt zu warten, so eine Art Leitstand. Und das ist immer das Problem, wenn da eine Leitung ausfällt, dann können die mit ihrer zentralen Software diesen Leitstand nicht mehr warten aus der Entfernung. Da ist aber so viel Logik drin, um diese Geräte zu administrieren, dass die gesagt haben, für genau so einen Fall nehme ich diese Leitstandssoftware und stelle die quasi auf einem lokalen Desktop dem Techniker zur Verfügung. Wenn der also losfährt, weil irgendwelche Leitungen wechseln, kann der sich vor Ort anschalten und kann die gleichen Schritte auch durchführen mit einer lokalen Anwendung. Ist sicherlich nicht das typische Szenario für eine Webanwendung, aber eine ziemlich coole Geschichte, dass ich hier Cross-Plattform machen kann und über verschiedene Deployment-Szenarien nachdenken kann, ohne dass ich hier was groß machen muss. Ja, das dazu, diesen Folienpart, den erspare ich euch gleich nicht, aber ich könnte jetzt noch eine coole Sache machen, wenn ihr Lust habt, denn wir möchten auch mal hier mit unserem Smartphone noch was tun. Es gibt nämlich nicht nur WiseShare Desktop, es gibt auch noch WiseShare Mobile.
Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, Weichsteinmeldung auch auf Smartphones laufen zu lassen oder auf Tablets. Es gibt einen kleinen Pferdefuß, das geht nicht offline. Also was ich euch gerade unter Windows gezeigt habe, geht es offline. Ich könnte jetzt hier das Netz kappen, die Anwendung läuft genauso. Auf den Smartphones sind wir da noch nicht. Das sind sogenannte Connected Apps. Das heißt, ich habe also eine richtige App hier auf meinem Gerät. Sie wird aber gehostet von einem Server im Netz. Ich brauche also auch diese Verbindung. Wir können PWA, das heißt, ich kann also zum Beispiel auch einen Offline-Modus abfangen. Ich könnte zum Beispiel auch, sagen wir mal, für so eine Frequent Flyer-App oder für so eine Bahn-App, könnte ich auch eine Bahncard lokal cachen und speichern. Das geht. Aber wir brauchen eigentlich immer den Server, damit sich Weichsteinmeldung an der Stelle wohlfühlt. Und der Server passt momentan noch nicht hier auf das Telefon drauf. Was ich aber machen kann, das wäre jetzt mal wirklich sehr, sehr schnell zusammengefrickelt. Seht es mir nach. Aber nur mal, damit ihr es als Demo gesehen habt und wir können das vielleicht gern auch noch mal ein bisschen mit mehr Ruhe am Stand zeigen. Wir haben hier vorne einen Stand aufgebaut oder eben auch gerne für die, die zu Hause zugucken, dann noch mal im Nachgang online. Ich habe eine sogenannte Mobile Integration und ich würde jetzt hier mal hergehen und meinem Items noch mal etwas hinzufügen und nämlich sagen, ich möchte hier ein weiteres Element haben. Und das bezeichne ich mal an der Stelle mit, wo ist mein Text? Hoppala, bin ich schon so weit gewesen und sag mal hier Kamera. So. Und nenne das Cam. Ich lasse mal das Icon weg, gehe hier in meinen Quellcode rein und würde jetzt hier aber zunächst noch mal kurz ein kleines Modul hinzufügen. Das heißt, ein neues Element, da nehme ich das User Control und nenne das Ganze Module Camera.cs. So, und in diesem Module mache ich was ganz Einfaches. Ich nehme nur einfach meinen Button. Wo ist ein Button? Da. Und neben dem Button mache ich noch eine Picturebox. Da ist sie. Und diese Picturebox, da stelle ich noch den Größenmodus ein, dass ich hier sage, ich nehme mal Zoom. Und ja, würde eigentlich gar nicht viel mehr unternehmen, außer dass ich nämlich jetzt hergehe und hier in meiner Mainpage einstelle, dass, wenn ich jetzt, wie habe ich es genannt, Cam, glaube ich, ne? Cam, dass ich dann sage, das Current Module soll dann gleich New Module Camera sein. So, Break. So, und jetzt habe ich in meiner Module Camera aber natürlich noch ein bisschen Code zu schreiben, aber auch wieder nur ganz wenig. Ne? Wir bleiben bei C#. Und ich möchte gerne mit meinem Smartphone ein Bild machen und das in der Datenbank abspeichern. Mit C# ausschließlich. Dazu brauche ich hier using wiseJ.ext, .webext, ne? Mobile Integration. Und ich gehe jetzt hier an dieser Stelle her und ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht, dass ich mir einfach mal das Ganze hier mopse als Code vorbereitet. Und wenn der Button gedrückt wird, dann gehe ich her und mache also ein Bild. Ja, das Ganze aber auch nur, wenn ich quasi wirklich auch ein Device habe. Das heißt also if device.valid. Das geht nämlich quasi im normalen Browser nicht. Da könnte ich auch ein Bild machen. Da habe ich aber nicht die Möglichkeit, das so tief zu integrieren mit meiner Weichsteinmeldung, weil ich jetzt hier auch gleich keine Sonderabfrage habe. Ihr werdet das gleich als richtige App sehen. So, und hinterher möchte ich einfach nur das aufgenommene Bild quasi als mein Image speichern. Und ich könnte jetzt als nächsten Call jetzt hier wieder mein OLEDB-Kommando machen und sagen, insert into database, und ich hätte mein Bild gespeichert. Also stellt euch eine Katastrophenschutz-App vor. Ich habe meine THW-Standorte und irgendwo passiert was. Ich kann ein Foto machen und das direkt ablegen. Das ist sozusagen wäre quasi so der Gedanke dahinter. Ja, wenn ich das Ganze jetzt hier laufen lasse, bei mir lokal im Browser, ist die Art und Weise dieser Mobile Integration so, der zeigt mir das zwar an, aber es passiert nichts, weil dieses Device invalid ist. Diese Mobile Integration ist quasi nur gemacht für richtige Wiseshare-Apps, also auf den Smartphones. Ich könnte jetzt aber hergehen und diese App quasi einmal veröffentlichen auf Azure, so wie ich das eben schon mal gemacht habe. Ich aktualisiere das Ganze nochmal, gehe hierher. Das Ganze wird online bereitgestellt und ich rufe mir dann einmal ab meine Wiseshare-Anwendung. Da ist sie, muss aber zunächst mal für euch noch den TeamViewer starten. Ich habe das vorhin mal probiert mit diesem Smartphone, aber das ist mir mit dem WLAN hier ein bisschen zu unsicher.
Wo haben wir den Quick Support? Quick Support, Quick Support, da ist er. So, und ich ja, nehme das an. Nee, nicht Starfinanz. Ich hätte gerne den richtigen Teamviewer. Den da. So, und da ist noch meine ID sichtbar von meinem Smartphone. Ich lasse den Zugriff zu. Und ihr seht jetzt mein Smartphone. So, ich mache es einmal so im Querformat. Reagiert noch nicht im Querformat. Da haben wir es. So. Also, ich habe jetzt hier meine App. Ich habe hier den Viewport nicht geändert. Das heißt, diese App sieht jetzt sehr groß aus. Ich kann den Viewport einstellen, dann sieht das auch entsprechend auf dem mobilen Gerät anders aus. Ich habe jetzt aber hier meine Kamera. Ich sehe das echt doof aus, ne? Ich hätte den Viewport nochmal einstellen sollen. Nee, das macht so keinen Sinn. Wir machen es nochmal. Klar, Moment. Das gefällt mir so nicht. Wir stoppen das Ganze nochmal und ich gehe hierher und baue in meine Default-HTML etwas ein, was unbedingt da rein muss, damit das nämlich auf so einem Smartphone auch vernünftig aussieht. Wir haben ja direkt neu gestartet. Ich habe hier quasi eine Viewport-Definition und ich denke mal, damit sollten wir ein bisschen sauberer aussehen. Das heißt, wenn ich das hier nochmal erstelle und dann entsprechend bereitstelle, dann müsste das ein bisschen hübscher sein. So, ich veröffentliche das Ganze. So, und hier ist mein, genau. Also auch hier ist die Navigation Bar jetzt zu breit. Ich muss mir schon einen Moment Gedanken darüber machen, wie will ich die Auflösung haben. Aber wenn ich auf meine Kamera gehe, sehe ich hier meinen Button. Und ich gehe jetzt einfach mal her und ich mache es so datenschutzmäßig. Ne? Ihr seid alle da. Hallo, genau. Ich mache das aber mal so. Ja, hier. Füße sind okay, oder? In der ersten Reihe. Zählt das auch zum Datenschutz dazu? So, sag okay. Jetzt dauert es einen Moment und dann sollte er das Bild hier gleich reingeladen haben. Voilà, genau. Also wirklich mal auf die Schnelle gemacht. So, das heißt, das Ding ist jetzt schon in meiner Picturebox. Also es ist schon auf dem Server und ich hätte jetzt einen Funktionsaufruf, um das Ganze in die Datenbank zu speichern. Ohne JavaScript, Xcode, Android Studio, irgendwas geschrieben zu haben. Das heißt, ich kann also hiermit, und das scheint als richtige App, ich könnte das Ding jetzt vibrieren lassen, ich könnte die Taschenlampe einschalten. Also ich habe quasi mit dieser Mobile Integration den vollen Zugriff eigentlich auf mein Smartphone und kann auch die Anwendung aktualisieren, ohne durch den App Store zu gehen. Also das heißt, es ist wirklich für mal auch Apps programmieren eine relativ schnelle, simple, einfache Sache. Ja, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf eine kleine Tour durch WiseStay, mit dem aber noch sehr viel mehr geht. Ich habe von den Erweiterungen gesprochen. Also wir haben Kunden, die zum Beispiel sehr intensiv Dinge nutzen wie Syncfusion, Telerik, DevExpress und andere. Das heißt, die ganzen JavaScript-Komponenten von diesen Herstellern sind mit WiseStay gebündelt und können eingesetzt werden. Ich kann euch da vielleicht mal Beispiele zeigen, also die Dativ, hier seht ihr mal die Oberfläche für die Dativ-Anwendung, die ist mit WiseShare gebaut, die nutzen DevExpress-Komponenten, neben unseren Komponenten, die mit WiseShare auch ausgeliefert werden. Und das Ganze ist relativ schick geschaltet, das ist hier eine E-Billing, eine Invoicing-Anwendung, da kann man also Einträge hinzufügen, man sieht dann rechts so eine Zusammenfassung, das Ganze ist vom Ausdruck her steuerbar. Und die haben zum Beispiel auch mit mobilen Geräten gearbeitet, also haben das Ganze responsive umgesetzt. Das heißt, die Oberfläche, und das ist ein Code, das ist also eine Anwendung, es sind nicht mehrere, ist quasi so gebaut, dass ich also auch auf den anderen Geräten fully responsive sehr schön arbeiten kann. Es gibt den Beispiel, habe ich jetzt noch nicht gezeigt, sogenannte responsive profiles. Ich kann also zur Entwicklungszeit auf verschiedene Gerätetypen umschalten und dann je nach Geräteplattform auch die Controls anders hinschieben. Meine gesamte Ablauflogik ist aber die gleiche. Das heißt, ich habe nur einen Code, mit dem ich das mache. Hier haben wir das Theming von der Dativ. Das heißt, die Anwender können dort selbst sich aussuchen und überlegen, welches Theme sie nutzen wollen. Das Ganze ist mehrsprachig nutzbar. Also ich habe also gleich auch die Übersetzungsfähigkeiten. Und hier gibt es zum Beispiel eine ganz nette Erweiterung. Auch bei WiseShare ist als Source Code erhältlich schon seit einigen Jahren das sogenannte Tour Panel. Damit kann man Elemente highlighten und mit, würde jetzt so eine Stunde Aufwand sein, wäre eine separate Session, könnte ich so eine kleine interaktive Tour bauen. Ist einfach frei erhältlich für jede WiseShare-Anwendung nutzbar.
Die DATEV hat das ziemlich cool genutzt und hat sich daraus ein kleines Werkzeug gebaut, mit dem die so Touren im Support aufnehmen können, an Kunden schicken können. Also das heißt, wenn da irgendwelche Anfragen da sind, bauen die damit interaktive Tutorials. Eine ziemlich coole Geschichte. Das geht mit dem Ding und ohne, dass ich jetzt mich mit JavaScript und vielen anderen Sachen beschäftige, ist quasi auch wieder nur C-Sharp und eben Teil dieses Frameworks, neben einer riesigen Reihe weiterer noch Möglichkeiten und Ergänzungen, die wir so haben. Ja, ein großer Teil unserer Arbeit ist nicht nur Neuentwicklung, was die DATEV beispielsweise gemacht hat, sondern wir helfen auch bestehenden Kunden ins Web zu migrieren. Das machen relativ viele Organisationen. Wir können das aus Visual Basic 6 heraus, Windows Forms, wir können Gizmux umstellen, Gupta, das ist so das, wo wir mal herkamen. Microsoft Access-Anwendungen können wir umstellen und daraus Web-Anwendungen machen. Und das geht auch mit relativ überschaubarem Zeit- und auch Energieeinsatz. Also diese Anwendung hier, dieses Schätzchen von der Firma Harris aus Nordamerika, ist zum Beispiel in rund 5000 Standorten, Städten und Kommunen im Einsatz in Amerika. Das heißt, die arbeiten dort also diese Software deckt so ziemlich alles ab, was eine Kommune und eine Stadt braucht. Von Parkverwaltung, Straßenreinigung, Hundesteuer, alles, was ihr euch vorstellen könnt. So, und die Anfrage war, das ist Visual Basic 6, ne, hier schön in Grau gehalten, so ein Kriegsschiff Grau und einer schönen grünen Seitenleiste. Wir hätten gerne aus diesem VB6-Schätzchen hätten wir gerne Webanwendung. Und zwar nicht nur eine, die genauso aussieht, sondern so eine richtig schicke, coole. Also so, wie man das eben heutzutage bauen würde. So, da stecken, ich weiß nicht, wie viel man Jahrhunderte Entwicklungszeit drin. Also es sind 150 einzelne Module und jedes Modul ist riesig. Also ich glaube, über 1000 Masken waren das in dem Projekt. Das heißt, das neu zu entwickeln, wären also mal locker, also bestimmt 40, 50 Mann Jahre gewesen. Allein von dem ganzen Code, der ganzen Logik, die da drin steckt. Und wir haben das begleitet mit einem kleinen Team und haben, irgendwie ist mir mein PowerPoint, sehr schön. Und haben dann das Ganze in eine WiseJ-Anwendung quasi umgewandelt. Ihr seht rechts jetzt die gleiche Maske in WiseJ. Und das Schwarze, was da quasi links erscheint, ist auch so eine Navigation-Bar, wie ich sie genutzt habe, halt mit etwas mehr Liebe aufbereitet und in Ruhe eingestellt. Und die Anfrage war gleichzeitig, also aus diesen 150 einzelnen Modulen, jedes Modul ist quasi eine weiße Seite, eine Gesamtlösung zu machen. Die wollten weg von diesen einzelnen Excel-Dateien, die immer gestartet wurden. Und das haben wir gemacht. Das heißt, diese Anwendung sieht heute so aus und ist quasi eine integrierte Suite geworden. Hier war die Projektlaufzeit 2 Jahre. Harris hat gesagt, die haben keine eigenen Ressourcen, sie möchten das gerne quasi komplett rausgeben und haben nach 2 Jahren ihre VB6-Anwendung komplett übernommen, zu 100% genauso funktionsfähig wiederbekommen und sie sah dann so aus. Und das macht sich natürlich sehr schön. Dabei wurde auch gleich ein bisschen Refactoring betrieben, also zum Beispiel so dieses Message-Box-Debugging, was man so kennt. Ja? Also das ist ein Pflichtfeld, wie man das früher gemacht hat. Das wurde dann automatisch umgebaut in diese Inline-Fehlermeldung, die man da in Rot sieht. Das heißt also, eine Migration, bei der ein Großteil des Codes, der Geschäftslogik übernommen werden kann, auch der UI, die übernommen werden kann, heißt nicht, dass es immer genauso hinterher aussieht wie vorher, sondern man kann da schon einige Dinge auch angehen, muss sich das in Ruhe angucken und planen. Aber in diesem Fall, wenn man das mal mit einer Neuentwicklung vergleicht, ist es also extrem viel schneller und auch einfacher gegangen. Ein ähnliches Beispiel, das ist ein Projekt aus Stockholm in Schweden, die Firma Skanska, mit der wir gearbeitet haben. Das wurde Anfang des Jahres abgeschlossen. Skanska hat eine Inhouse-Anwendung. Skanska müsst ihr euch vorstellen, wie hoch-tief bei uns. Also wenn irgendwo eine Brücke gebaut wird oder ein Hochhaus oder hier so eine Autobahn und da steht bei uns hoch-tief dran, das ist in Skandinavien Skanska. Die sind eine der größten Baufirmen der Welt, haben auch Bauprojekte in Amerika, in England und so weiter. Und die haben eine Inhouse-Anwendung, die sah so aus unter Windows Forms, die sie quasi übertragen wollten. 850 Masken waren das und auch da waren die Schätzungen, also man Jahrzehnte, die das brauchen würde, um das umzusetzen. Zumal jedes Bauprojekt, was die angehen, also jedes Hochhaus, jede Brücke ist da drin und wird komplett geplant von den Kosten, von den Materialaufwänden, von der Projektplanung, der Projektsteuerung. Die haben 50.000 aktive Bauprojekte in dieser Datenbank. Und deren größte Sorge war gar nicht unbedingt das Geld, sondern die Zeit drückte auch nicht so sehr. Das größte Thema bei denen war das Risiko. Also sie haben gesagt, eine Neuentwicklung wollen wir eigentlich, aber das Risiko, dass wir bei dieser Neuentwicklung irgendwas falsch machen, sodass dann eben statt 100 Zementladungen LKW dann nur 1000 kommen oder nur 10 für irgendeine Baustelle, die wir gerade haben, das Risiko ist uns ziemlich groß und hoch und wir hätten gerne irgendwas, wo wir ins Web kommen, ohne irgendwie in solche Schwierigkeiten reinzulaufen.
Wir haben die begleitet und wir haben mit Wise Today die erste Übertragung als Proof of Concept, also als quasi ja, so eine erste Analyse, hat uns 2 Wochen gekostet. Das heißt, wir haben diese gesamte Anwendung mit 850 Masken und dem Code in 2 Wochen im Browser lauffähig gehabt. Das sah dann genauso aus wie vorher. Ja, mittlerweile sieht es so aus, ist noch ein bisschen aufgehübscht worden, also ein bisschen UI-Refresh gab es dort. Das Drucken beispielsweise ist Crystal Reports, 400 Reports, die eingebaut sind, in diesem Fall jetzt ein Projektbericht über 161 Seiten. Das haben wir so umgebaut, weil Crystal Reports im Browser halt nicht läuft. Wir haben die Reports genommen, haben den Viewer deaktiviert, generieren serverseitig PDF und streamen die PDF-Dateien mit PDF.js in den Browser. Ist für den Entwickler keine einzige Zeile JavaScript, ist fertig integriert in Wise Today, war für die Umstellung so 3-4 Tage Arbeit und das gesamte Drucken funktioniert weiter. Und allein die Komplexität, ich muss diese Crystal Reports neu bauen oder die ganze Technik aufsetzen, war natürlich, also das war wie nichts gelöst, das Thema. Sowas wie hier, also mein Tipp wäre, das mal mit Blazor oder mit so den anderen Frameworks zu probieren. Also so richtig komplexe Geschichten, ne, was über Hello World hinausgeht, ich breche mir da immer die Finger bei. Ich kriege das irgendwie nicht so gut hin. Ich bin jetzt aber vielleicht auch ein bisschen eingefärbt mit meiner Vormeinung. So ein Grid ist quasi überhaupt kein Problem mit Wise Today. Ne, hier ist halt schicker eingefärbt, ich habe es halt vorhin echt ganz schnell gemacht, seht es mir bitte nach, aber hier steckt natürlich eine Menge Logik auch dahinter, wo die Daten herkommen, da sind Links drin und alles Mögliche. Das ist echt simpel in C-Sharp abbildbar. Dieses Ding hier, ich habe ja gesagt, das Projekt hat 6 Monate gedauert bei Skanska. Nach 2 Wochen hatten wir die Basisarbeit fertig und diese Maske hat uns 4 Wochen gekostet. Also das war tatsächlich ein größerer Anteil Arbeit in dem gesamten Projekt der Umstellung, weil hier in der Mitte diese Bars, die ihr da seht, das war vorher ein Gantt-Chart und zwar eine visuelle Komponente, die von einem Drittanbieter kam, die eingekauft wurde. Und die konnte man natürlich nicht übernehmen, weil von Windows Forms in einem Browser ist klar, da bringen wir eine ganze Reihe von Controls mit, aber wir hatten bei uns im Wise Today Control Set und auch bei den Extensions keine vernünftige Gantt-Bibliothek, mit der ich das machen konnte. Und wir haben uns dann verschiedene angeguckt, sind am Ende bei der von Syncfusion gelandet, weil die auch so eine Ressourcenansicht hatten, die es ganz klar brauchte. Und dann war aber etwas mehr Aufwand, tatsächlich einmal diese alte Komponente rauszulösen und durch das neue Syncfusion API zu ersetzen. Sieht jetzt für den Anwender genauso aus wie vorher, ist eben aber an der Stelle komplett eine reine Webanwendung. Also ziemlich cool. Und falls ihr mal Lust habt, euch das anzusehen, es gibt eine kleine Demo-Anwendung, demo.wisetoday.com. Ne, das wäre wieder der Moment für einen QR-Code gewesen, Levi. Ne, ich komme darauf zurück. Wenn ihr das aufruft, dann seht ihr hier mal quasi eine Integration aller Syncfusion-JavaScript-Komponenten in Wisetoday. Das heißt, die Syncfusion-Controls sind immer unten rechts. Drumherum ist aber, oh sorry, ich muss duplizieren. So, da, ne? Jetzt seht ihr das. Das heißt, ich habe die Syncfusion-Controls immer unten rechts. Der Rest ist eine Wisetoday-Anwendung. Und da gibt es natürlich so Schätzchen, wie jetzt zum Beispiel dieses Kanban-Control. Also wer jetzt mal so eine Kanban-Geschichte braucht, ich muss hier mal ein bisschen rauszoomen, dann wird es ein bisschen besser. Ne? Das lässt sich quasi so direkt quasi in Wisetoday verwenden, hätte ich Kanban im Einsatz. Braucht zwar eine Syncfusion-Lizenz natürlich, aber ich habe hier auch meine Gantt-Chart und kann hier entsprechend meine Planung machen, kann also hier auf Events reagieren, kann den Splitter nehmen. Das Ganze lässt sich also nutzen wie andere externe Komponenten auch. Das heißt, Wisetoday an sich ist eben auch ein ziemlich offenes System. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe, das ist hier meine, sorry. So, jetzt ist bin ich mit meinem PowerPoint am Scheitern. Genau, also ich habe noch eine Sache versprochen, die habe ich vorhin mal kurz hochgehalten, und zwar dieses Ding hier. Weißt du mal, was das ist? Raspberry, genau. Also, die Zeit reicht nicht mehr dafür aus, ich will ja noch 1, 2 Fragen zulassen, aber wir haben Wisetoday unter Linux laufen. Wisetoday 3 wird wir haben jetzt, die Alpha ist bereits gestartet, wir sind eigentlich so kurz vor einer ersten geschlossenen Beta-Phase. Wisetoday läuft auf Core und Wisetoday läuft unter Linux. Und wir haben hier am Stand diesen Raspberry Pi, ich habe ihn mir ausgeliehen von Levi, laufen. Und wir können Wisetoday direkt als Anwendung hier drauf hosten und betreiben. Das heißt, was ich euch gezeigt habe mit auf Azure bereitstellen oder Windows bereitstellen als Desktop, wird ergänzt mit Wisetoday 3. Aktuell sind wir bei Version 2.5, die heute rausgekommen ist. Mit Wisetoday 3 sind wir in der Lage, das Ganze auch unter Linux zu betreiben. Wir haben Kunden, die sich da sehr drauf freuen. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte.
weil wir damit eben tatsächlich gerade im Backend wirklich auch plattformunabhängig sind. Wir hatten immer noch eine kleine Abhängigkeit vom IIS und das haben wir mit dem Umstieg auf .NET Core gelöst und wir rechnen damit, dass wir Anfang 2022 dann das auch offiziell freigeben. Es läuft jetzt aber schon stabil, also ich könnte euch hier direkt das mal zeigen und einmal angucken, wenn ihr Lust habt. Ist eine ziemlich nette Geschichte. Ja, ich bin ein bisschen drüber, aber wenn noch Fragen sind, ich weiß nicht, wie war denn der Chat so, oder gibt es hier noch Fragen von euch, dann bin ich auch gerne noch einen Moment da und beantworte die natürlich auch gerne. Habt ihr Fragen? War ich zu schnell, zu langsam, war es unklar? Bitte. Ja. Ja. Genau. Ich kann zumindest einmal kurz zeigen, wo es ist oder wo es war. Also ich wiederhole das kurz, weil genau. Sonst... Achso, sorry, ja. Genau. Ja. Die Frage war, ob wir das vielleicht mit dem Responsive Design nochmal uns anschauen können. Genau. Genau, das war die Frage und ich kann das einmal ganz kurz zeigen, wo es ist. Vielleicht verabreden wir uns irgendwie da bei uns da an der Insel, dann können wir es nochmal in Ruhe zeigen. Es gibt, wenn man im Weichstell Editor, im Weichstell Designer ist, hier direkt die Möglichkeit, das umzuschalten. Ich kann also verschiedene responsive Profile hinterlegen oder Profiles hinterlegen. Da sind einige vordefinierte dabei, ich kann das selbst einstellen und kann dann zum Beispiel sagen, also wenn ich jetzt beispielsweise hier auf dem Phone bin, ich stelle das mal auf Phone um, dann könnte ich jetzt hier bei der meiner Navigation Bar einstellen, dass an der Stelle zum Beispiel das Ganze als Compact Viewer erscheinen soll. Das heißt, dann ist diese Navigation Bar eingeklappt und wenn ich dann eben oder zum Beispiel auch das Telefon drehe, gibt es ein Event, auf dem muss ich reagieren und dann zeigt er die Ausklickkarte an. Das heißt, ich muss also, wenn es jetzt nicht wirklich die Controls sich komplett ändern sollen, dann kann ich also da relativ simpel darauf reagieren. Man muss sich das bei einer CRM-Anwendung so vorstellen, Entschuldigung, wenn ich jetzt also eine große Anwendung habe, wo ich vielleicht 20 Spalten in einem Grid ausgebe, ja, dann muss ich welche ausblenden, weil die auf dem Smartphone zu klein sind. Und da muss man sich auch überlegen, macht das Sinn oder muss ich auch das Oberflächendesign einfach ein bisschen anders denken und angehen. Aber ich kann eben an dieser Stelle so arbeiten und vielleicht eben auch sagen, ich habe halt vielleicht 2, 3 Spalten, die sind eben immer da und der Rest wird nur eingeblendet, wenn das Display weit genug ist. Und das geht relativ simpel auf die Art beispielsweise. Ich kann aber nur empfehlen, auch das hier war jetzt gerade wieder sehr quick and dirty. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier Hello World machen, weil das sehe ich einfach leider viel zu oft mit Technologien, die noch mal angekündigt sind und nach 2 Jahren wieder tot sind. Sondern das ist jetzt hier wirklich etwas, wenn man sich da ein bisschen ein Konzept zu macht, damit werden eben auch echt riesige Anwendungen betrieben weltweit. Und das läuft halt genau über solche Features. Da muss ich aber ein Konzept mehr machen und das auch gut einbauen und implementieren, dass es dann eben auch für ein paar hundert Masken funktioniert. Ja. Okay, noch andere Fragen oder war im Chat noch was? War nichts, dann hoffe ich, dass ich trotzdem ein bisschen zumindest mal auch für die daheim geblieben sind, das interessant aufbereiten konnte, wenn Fragen noch da sind. Ich habe meine Kontaktdaten, glaube ich, in den Folien auch irgendwo stehen. Dann schickt mir gerne eine E-Mail oder kommt vorbei. Ihr könnt mich auch googeln, da findet ihr mich, genau da bin ich. Und ich würde mich freuen, dann mit euch nochmal ins Gespräch zu kommen, jetzt in der Pause oder auch später, heute Nachmittag oder morgen. Also vielen Dank, schönen Nachmittag, macht's gut.